ist alles in Ordnung. Wir haben technische Schwierigkeiten. Bitte haben Sie etwas Geduld. Für Beschwerden rufen Sie bitte unser Kundencenter an. Hallo Madel, wunderschön, guten Abend, schön, dass du da bist. Schöne Grüße an die Jungs. Dann sage ich auch mal so, hallo Madel, weil wir haben uns schon gemutet sonst. Ach so, Entschuldigung, ja, ich hänge ein bisschen hinterher. Doppelhallo. Ich hänge ein bisschen hinterher, weil wir haben versucht, auf die Beta umzustellen, kann ich mal eben ganz kurz erklären. Und die hören mich ja jetzt nicht doppelt, ich bin ja nicht drin. Und das hat so komisch geruckelt, also die Charaktere haben so merkwürdig geruckelt, dass wir uns jetzt wieder umentschieden haben. Und jetzt hänge ich noch ein bisschen hinterher. Und deswegen wollte ich aber trotzdem schon mal anfangen. Sonst gibt es bei mir gar nichts. Ne? Das kann ja nicht sein, dass du so machst. Nein, alles gut. Ja. Nein, wieso? Nein. Hat dich eigentlich de-hostet? Habe ich eigentlich de-hostet? Ja, würde ich sagen. Also eigentlich hatte ich sie. Ich gucke auch mal. Ich drucke aber auch noch mal. Ob ich auch ein Bild habe? Ich bin live, steht da. Ich bin live. Jetzt machen die Jungs gerade wieder Warten auf Lissy. Ja. Jetzt bin ich da. Ich bin da. Dann sage ich es nochmal. Also es hat sich jetzt etwas verzögert. Ich starte aber jetzt das Spiel eben schon mal, weil wir die Beta ausprobieren wollten. Aber die Charaktere haben so fürchterlich geruckelt. Das haben wir dann gelassen. Eine Live-Anzeige und ein... Okay, das ist merkwürdig. So, ich gehe dann mal eben ins Spiel rein zu den Jungs und dann schalte ich auch wieder um. Okay. Welcome back. Dann spielen, privaten Spiel beitreten. Ah, jetzt geht das schon mal nicht mehr. Pando ist drin, ich werfe einfach eine Dose entgegen und mehr zu. Hört ihr mich? Hi! Ja, hallo! Yay! Und Tastenhauer, grüß dich! Und auch hier, hey. Oh mein Gott, hallo! Das sieht wesentlich besser aus. Jetzt sieht ihr nur noch halb so gruselig aus. Guck mal, jetzt sieht ihr nur noch halb so gruselig aus. Ja, vor allem, es läuft wieder flüssig, ne? Also, da müssen die in der Beta noch was tun. Also, gut, es ist eine Beta. Es ist merkwürdig. Ich habe nämlich kurz vorher vorm Stream kurz in die Beta reingeschaut und es war alles extrem ruckelig, was sich bewegt hat. Also, aber dafür sind hier mehr von diesen Dosen, damit man viel mehr Dosen rumwerfen kann. Ganz wichtig. Und es gibt zwei von diesen Basketbällen statt einem. Ich schmeiß mal. Aber wir haben uns gedacht, das ist es nicht wert, wenn dafür hier so Daumenkino läuft. So, wir haben noch keinen Auftrag. Nee, haben wir nicht. Ja, den wähle ich jetzt. Ich würde ganz gerne, warte mal, der Audiosensor, das weiß ich jetzt nicht, aber ich würde ganz gerne das Parabolmikrofon nochmal ausprobieren. So, ich würde eine Videokamera dazu. Oh, Kopfkamera habe ich jetzt auch. Ach stimmt, ich bin ja letztes Mal gestanden, darf ich einiges nachholen? Ich will gar nicht so viel mitnehmen, nachher verliere ich das alles wieder. Malka, einen wunderschönen guten Abend. Egal. Oh, umschalten, Entschuldigung. Ja, danke. Du hast nicht umgeschaltet. Ich habe nicht umgeschaltet. Ihr habt doch nur... Einmal mit Profis und so. Nein. Du, ich habe jetzt auch gerade nachgeschaut, ob ich alles richtig gemacht habe. Ihr habt ja nur die Garage. Wir sollen uns nicht schocken lassen. Nur die Garage. Habt ihr verpasst, sonst nichts. Was habe ich denn da? Erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Craften Farmhouse, na dann. Ich dachte erstmal was Kleineres. Das ist das Eklige, ne? Das mag ich überhaupt nicht, das Farmhouse. Ich gehe weg. Ich fahre mit dem LKW woanders hin, nur dass ihr Bescheid wisst. Soll ich das Seil nehmen? Ist es dir lieber? Ich nehme die Schaufel mit. Ruhe selbst, natürlich. Also wir reden hier nur so viel, weil alles ist gut. Genau, wir reden so viel, weil wir Streamer sind. Das gehört sich so. Und nicht wundern, je weiter man weg ist voneinander, desto leiser ist man. Also deswegen ist Lizzie manchmal leise. Und wenn sie neben mir steht, plötzlich ganz laut von der Seite. Ich wollte nur sagen, wir reden so viel, weil wir Streamer sind. Das sowieso. Das hast du ja letztens schon ausgeführt, ne? Am Hallo? Sonntag hast du es, glaube ich, erwähnt. Hallo? Genau. Hallo? Hallo? Wollen wir hier direkt in. Hallo? Achso, hallo. Vielleicht nur noch mal kurz zu erklären. Also, hier kann man auch die Lautstärke nicht verändern. Also, können wir hier dann erst wieder in. Hallo? Oh Gott.
Hauptsache ihr habt Spaß mit Backen, ne? Genau. Also wirklich. Hallo. Oh, das war jetzt der Malkaff. Jungs, hört ihr mal auf. Können wir bitte jetzt ins Farmhaus fahren? Ich mag das Farmhaus überhaupt nicht. Aber können wir bitte jetzt. Der Theron ist noch nicht bereit. Theron, sei bereit. Ach, 90%. Jetzt hören sie wieder nicht. Malkaff, wie gesagt, ich weiß es nicht. Es kann sein. Aber ich hatte eigentlich nicht allzu viel verstellt bei den Einstellungen von 7 Days. Das kann schon sein. Jetzt müssen die mich wieder beschwören im LKW. Panu rennt auf der Stelle, das ist schön. Ah. Jetzt hängt das Spiel. Ich hab Geduld, das hatten wir beim letzten Mal ja auch. Und sie ist da. Hallo. Sei bereit. Halt auf jetzt mit Beschwörungs. Ihr habt Hexenwerk hier getan. Du hast mal eine Schleife fabriziert in dem Moment, weil als er bei uns beiden geladen hat, und dann kam die ganze Zeit von dir, sei bereit, und sind cool. Immer wieder. Und Tastenhauer meinte gerade, das war gruselig. Cool. Oh Gott. Ey, das Spiel fängt jetzt echt schon wieder gut an. Genau, also Tastenhauer, was ich gerade erklären wollte, man hat halt die Entfernung, wird man immer leiser und dann haben wir Funkgerät dabei, das wir immer drücken müssen, damit man durchs Funkgerät dann spricht, damit jeder einen also, überall hören könnte. Mal mitgenommen. Allerdings kann der Geist auch das Funkgerät stören und so. So, was haben wir denn? Dreckiges Wasser fotografieren. So, David Clark. Einer von euch muss sich anfallen lassen, das wisst ihr, ne? Wir müssen Zeuge eines Geister-Events werden, wenn einer von euch angegriffen wird. Ja, Theron, ne? Ja, okay. Nein. Nein, nicht diesmal. Bewegungssensor benutzen. Ja, okay, wenn wir wissen, in welchem Raum er ist, können wir den Bewegungssensor da montieren. Thermometer, ich glaube, die lassen wir erstmal noch weg. Fotoapparat dabei. Und ich glaube, ich muss einmal eben ganz kurz ein bisschen leiser stellen. Warte mal. Ich stelle euch mal ein bisschen runter, weil dann ihr teilweise nehme ich einfach mal einen Fotoapparat übersteuert. Mit und Theron eher weniger, ne? Anwenden. Ich teste das mal. Und hier aus. Die UV-Lampe. Okay, das ist, glaube ich, besser. Sagt mal was. Sag mal was. Nein, sei bereit. Okay, gut. Ich probiere das mal so aus mit den Audio-Einstellungen. Dann los. Dann können wir los. Okay. Wie hieß der? Keine Ahnung. David Clark. Ich habe für Sie einen. Aber den Namen sollte man eh erstmal nicht nennen. Gut, David, dann, Clark, ja. David Clark. Das hört er. Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Gut, besser jetzt als im Farmhaus. Ach, die Katze ist kein Problem. Spiegel gesagt und schon hast du gewonnen. Was war denn das gerade? David Clark. Ja. David Clark, willst du mit mir ausgehen? Das hast du gesagt. Ja. Doch, haben wir. Aber ich nicht. Ja, Thermometer. Ich hab auch keinen. Bitte vor. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal hier unten durch alle Räume, ne? Gut, nee, alles normal. Ich hab deinen Haaransatz gesehen, wehe. Mein Haaransatz? Alles normal. Oh, der Knochen hier. Moment. Oh, Knochen. Kann man jemand den Knochen beleuchten? Ich hab sonst auch ein Fotoapparat dabei. Hab schon, danke. Zählt der schon? Wird schon. Hab's nicht geguckt, aber wird schon. Okay. Oh, ich hatte so ein Kritzelgeräusch. Ich glaube, ja, es zählt. Mein Lieblingsraum hier drin. Ey, boah, ich hasse ihn. Ich suche hier nach Fingerabdrücken gerade mit dieser Lampe. Weil es wäre auch ein Hinweis, was mir geil ist. Hör auf, Theron. Das ist aber nicht hier. Knarz, knarz, quietsch, quietsch. Danke fürs Geisterbeschwören. Knarz, ja. Knarz und quietsch, daraus wird ein Quatsch. 19,2. Je mehr Klipse, umso besser. Okay, bis jetzt noch keine auffällige Temperatur. Denk dran, dass wir dich nicht hören, wenn du so weit weg bist. Keine Auffälligkeiten bei der Temperatur. Sei bereit. Ja. Okay, hier auch nicht. Ja, dann oben, oder? Ich muss noch eben hier die beiden Räume. 20. Drei Räume sind es sogar. 17, 18, das ist okay. Hallo. Okay. Gab's hier eigentlich eine Treppe?
Oh, da, ja, stimmt. Frage erledigt. Was ist mit der Voodoo-Puppe? Okay, ich gehe nach oben. Hier unten ist keine Auffälligkeit. Du hast EMF, ja? Ja, ich habe EMF. Ich bin jetzt schon wieder aufgeregt, ne? Das ist echt der Hammer. Ich stehe hier unten. Allein, allein. Ja, unten war nichts mit Temperatur. Allein, wir sind jetzt allein. Oben. Ja, ich habe jetzt die Treppe gesucht, bin aber in die falsche Richtung. Okay. Wir schauen mal, Skarafas. Hier ist bestimmt auch noch ein Raum. Das ist ein großes Haus. Er hat's gelesen. So ein Abstellraum ist das? Okay. Damit ihr das nicht nochmal machen könnt. Oh, ich habe schon wieder nasse Hände, ne? Ich kann gleich mal spaßeshalber. Ich mach das schon mal auf. Habt ihr schon was? Bis jetzt ist noch alles okay. Bis auf den verdächtigen Fliegen. Hast du dann du hast eine Kopfkamera dabei, oder? Und ja, habe ich. Dass sie da im Gesicht klebt. Ich gehe noch mal runter. Nee, bis jetzt ist nichts. Also auch hier oben normale Temperatur bislang. Keiner hat hier am Radio rumgespielt, das versichere ich. Oder Radio, ja. Da war ich jetzt überall schon, also... Ladeausgang, oder? Keine Temperaturveränderung. Können wir eben kurz was gucken? Können wir uns den Spaß vielleicht mal machen? Und mal gucken, wie aufgeregt ich bin. Moment. Ich teste das mal eben aus, versuche weiterzugehen. Aber ja, prinzipiell schon. Im Regelfall stirbt er. Noch nichts gefunden? Irgendwer hat hier den Stuhl umgeworfen, übrigens. Hier unten im Esszimmer ist ein umgeworfener Stuhl. Ich glaube, der liegt immer. Nee, ich glaube, der stand vorhin, oder? Das weiß ich nicht, aber ich glaube. Also, ich glaube, der liegt immer. Da habe ich mich auch schon ein paar Mal drauf geachtet. Wisst ihr Bescheid, ne? 94 Beats per Hallo, Minute. Hallo, Nike! Ah, okay, den Stuhl meinst du. Ja, also Fingerabdrücke sind bisher nicht. Irgendwie hat gerade eine Flasche geblinkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein grafischer Bug ist. Provozieren müssen, ich habe keine Ahnung. Also, EMF hat gerade. Wir haben aktuell keine Aktivität. Es ist vereint. Bei dir oben? Hier hat es gerade geknarrt. Ich schau mal, ob ich irgendwelche Geister nicht sehe bei dir, Lizzie. Ja, okay. Daiki, ich gebe dir einen Tipp. Frag niemals einen Geist nach einem Date. Don't do it. Die ganze Zeit. Könnte ich sein. Bin Sperremensch. Und im ersten Stock. Okay. Hat einer von euch mit der Bierdose hier gespielt? Kann man überhaupt spielen damit? Nö. Die hat... Doch, damit kann man spielen. Die habe ich
Ich habe geguckt, ob man die aufnehmen kann. Ja, die kann man aufnehmen und ich habe sie da hingeworfen. Ah, okay. Okay. Ich bin durch die Treppe runtergefallen. Also ich habe mit EMF wieder bisher gar nichts gesehen hier. Ja, ich denke mal, da werden wir wohl ein bisschen provozieren müssen. Hm. Mache ich ja ungern, ne? Der war zwischendurch ja 5 gewesen, der Geist. Huch. Ich glaube, die haben uns die falsche Adresse gegeben. Ich glaube auch, wir können wieder fahren. Wieso? Es ist nichts hier. Also, Anzeige ist definitiv irgendwas hier. Okay. Warst du das eben, Tero? Ja, mit dem Licht rumzuspielen. Das war ich. Hm. Okay, das Knarzen ist tatsächlich, wenn man die Treppe runterläuft. Hat einer von euch diese Geisterbox? Ja. Ja, Pando hat eine. Bist du da? Frag doch nicht, wenn ich dabei bin. Ich hol mal das Paar. Wie ist der Freckel nochmal? Irgendwas mit Clark, ne? Kennt. Clark David oder so. Kennt. Dahin hat man das Licht geflackert. Ich hol mal das Parabol-Mikrofon. Habe ich das mitgenommen? Ich wollte das mitnehmen. Okay, habe ich. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich will das austesten. So, mit Geh wegschmeißen. Und jetzt nehme ich mal das Parabol-Mikrofon. Das will ich echt nochmal rausfinden. Ich habe das jetzt teuer gekauft. Ich will das jetzt ausprobieren. Ich glaube nämlich nicht, dass das auf die anderen reagiert. Wie gesagt, Daiki, kein Problem, wenn du mir helfen willst. Ich habe einfach nur für die Mission vergessen, mein Zeug einzupacken. Deswegen habe ich, glaube ich, etwas schwächere Lampe. Gerade. Hm. 1,5 habe ich hier. Okay. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Premium Stream. Hallo, Admanbüro, schön, dass du da bist. Also ich weiß nicht, was das Parabolmikrofon anzeigt, aber es geht hier immer irgendwie auf 1,5 in Richtung Kamin. Geh ich jetzt mal zum Kamin halt. Oben vielleicht? Nee. Ich habe mal das Buch hier neben dem Sofa gelegt. Oh, EMF? Jetzt hatte ich kurz mal was. Das war jetzt auf Gelb hoch. Es steht was im Buch. Es steht was im Buch. What? Hier ist er. Was? Oh, da. Ich da steht drin, ich will hier raus. Ja, EMF hat auch reagiert. War noch nicht rot, aber es hat reagiert. Ich hol mal die Videokamera. Ich habe eine dabei. Ach so, ja, dann platzieren, los. Zählt das? Oh, boah. Fotos. Wo stand jetzt was im? Ach, auf die, in dem Geisterbuch. Ja, ich habe Interaktion, als ich das Buch fotografiert habe und den Knochen haben wir bis jetzt. Aber es, also, es ist. War das EMF 5? Hatten wir aber nicht, ne? Okay, jetzt ja nichts. Also, die ist drin. Mein Tipp ist, hier wird wieder die einzige sein, die überlebt. Wieso die einzige? Ja, hier ist definitiv 3,0. Alles klar. Ich hab mal den Bewegungssensor. Oh, ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich sehe ihn. Ja, er steht da hinten in der Ecke. Ja, B, komm raus. Geist steigt, die ist auf Stufe 7. B,
Bea, komm raus. Wo ist Bea? Licht mal ausmachen, da sehen wir nichts mit der Kamera. Habe ich ihn fotografiert? Ich habe ihn, glaube ich, nur über... Wir haben ein Foto von ihm. Also die Aktivität vom Geist ist wieder auf... Er hat irgendwas getan. Pando Bea ist draußen, ne? Ich bin im Van. Das ist schön, Theron. Sind alle draußen. Ja, nach den ganzen Sachen, die letztens passiert sind, bin ich immer der Erste, der geht. Und das du. Das mit den Fotos ist komisch, ja, ich glaube. Aber wir haben das Geister-Event. Wir brauchen noch das dreckige Wasser. Ja, das heißt ja nicht, dass wir es bekommen. Also es haben wir einen Bewegungssensor dabei, dass wir das auch nochmal machen können? Ja, also... Wir haben zwei Bewegungssensoren hier unten. Also das sind hier unten, Tageschoss, ist da hinten. Oh. Habt ihr meine Kamera? Ja, er ist gerade durch den Bewegungssensor Jawohl, gegangen. Jawohl, sehr schön, er kooperiert. Jetzt müssen wir nur das dreckige Wasser fotografieren. Ja, das heißt nicht, dass du es kriegst. Da muss er erstmal ins Waschbeckenbereich kommen. Vielleicht können wir ihn drum bitten. Vielleicht können wir ihn fragen, ob er das macht für uns. Kann man die Geister dafür bitten? Kannst du Wasser machen? Kannst du Wasser machen? Nee, schmutzig machen. Das kann ich auch. Ich kann auch Wasser schmutzig machen. Haben wir eigentlich schon was fürs Journal? Geisterbuch. Ja, stimmt, Geisterbuch. Oh Gott, das soll ich okay, vergessen. Geisterbuch war es. Aber sonst irgendwie nichts, weil EMF ging nicht auf Stufe 5, glaube ich. Ja, Temperatur ist auch überhaupt nicht gefallen, ne? Nein, überhaupt nicht. Diesmal also überhaupt nicht. Geisterbuch ist jetzt das Einzige, was wir haben. Wollen wir nochmal nach Fingerabdrücken gucken? Ungünstig. Weil er hat ja jetzt ein bisschen was gemacht. Vielleicht sogar am Buch oder sowas, dass wir da Fingerabdrücke haben mit UV. Ja, das könnte man machen. Sollen wir was zur Sicherheit mitnehmen? Ich hab's. Kruzifix, Salz oder so? Ja, Kruzifix wäre vielleicht nicht schlecht. Na, Salz kannst du mitnehmen, auch wegen den UV, wegen den Abdrücken, ne? Vielleicht kriegen wir dann welche. Ja, genau, ich hab Salz dabei dann jetzt. Ich glaube, das Kruzifix übrigens muss man, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Vielleicht auch Frage an den Chat. Ich glaube, man muss es hinschmeißen auf den Boden vor sich. Ich glaube, das bringt nichts, wenn man es in der Hand hat. I don't know. Ich weiß es auch nicht. Ich muss es halten. Ja? Um ihn zu bannen. Sicher? Du musst es doch nicht wegwerfen. Ja, ja. Ich muss erst in das Waschbecken pinkeln. Ja, bitte nicht. Wir füllen das Becken und er macht es dreckig. Da oben ist er gerade, in dem Raum. Ja, das ist das Wohnzimmer, wo der Kamin ist. Da ist er ganz extremst aktiv gerade. Ja, so, ja, dann lass uns doch mal da hingucken, ob wir Fingerabdrücke haben und so. Okay. Ja, ansonsten kann ja auch einer hier vielleicht ausräuchern, da mal probieren. Ich habe noch, ich habe einen Platz, habe ich noch. Ja, Feuerzeug haben wir dabei. Genau, wir haben noch Knicklicht, yay. Aber ich kann dann das Feuerzeug nehmen. Das Feuerzeug gilt als ein. Warte mal, ein Foto, hat noch einer von euch einen Fotoapparat? Dann lasse ich den hier und das Feuerzeug mit. Ich habe einen dabei, ja. Okay, dann schmeiße ich den jetzt weg. So, ich nehme mal EMF und Salz habe ich dabei. Wie macht man die denn dann an? Was? Die Räucherstäbchen? In die Hand nehmen und dann einfach F drücken. Ach so, das reicht. Okay, gut. Okay. Also nicht das Feuerzeug, einfach nur das Räucherstäbchen. Ach, das Feuerzeug braucht man gar nicht dafür? Das doch, das musst du dabei haben. Ach so, muss ich dabei haben. Du musst die Räucherstäbchen aber zum Anzünden in der Hand haben. Dann. Ja, okay, gut. Genau. Ich habe die Räucherstäbchen. Die Taschenlampe an, alles klar. Ja, das ist manchmal ein bisschen nicht so schön gemacht, aber mein Büro, da gebe ich dir recht, dass man irgendwas fotografiert und dann steht da was ganz anderes. Ja. Der Daiki schreibt bei mir auch gerade, keiner weiß, wie das Kruzifix funktioniert. Das soll auf jeden Fall 3 Meter Reichweite haben. Ach okay, Madel schreibt auch gerade, in der Beschreibung des Kruzifix steht drin, dass man es hinschmeißen soll. Ist irgendwo das Bad in der Nähe, dass man da gleich nachschauen kann? Du kannst auch in der Küche gucken. Das kann auch in der Küche passieren. Wir können auch hier in der Küche gucken. Aber du hörst es dann doch. Ja, plätschern, klar. Nee, da ist nur ein dreckiger Teller drin. Also ich sehe nichts. Hier flackert das Licht. Soll ich was... Oh, Räuchern bringt ja auch nicht so viel, ne? Soll ich räuchern? Habt ihr es ausgemacht? Ja. Gut, weil sonst die Sachen nicht gesehen hätte. Falls was UV-Lampe und Fingerabdrücke wollten wir gucken. UV-Lampe ist nichts. Theron, jetzt würde ich sagen, vielleicht Salz ein bisschen hier vorne. Da, oh! Was? Reagiert er auch auf uns, der Bewegungssensor? Ja, aber wir waren nicht so nah dran. Okay, nee, dann ist er gerade gesprungen. Ja. Die Tür ist zugegangen. Nicht gut. Der Geist steht neben mir. Nein! Nein! Kruzifix, schmeiß hin!
Wer hat das Kruzifix? Nein, Bea stirbt. Du verdammtes Mistkind. Ich dachte, er hat nur Genickprobleme. Nein, nein, nein. Wer hat das Kruzifix gehabt? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gehabt. Ach, dammit. Nein, Bea. Wir hätten Bea eindeutig zum Orthopäden schicken sollen. Wie ist das denn mit den Sachen? Die verliert man auf jeden Fall, wenn man stirbt. Das heißt, wenn ich dir jetzt sein Fotoapparat mitnehme oder den Fotoapparat oder irgendwas anderes mitnehme, das würde nicht helfen, ne? Ist egal für ihn. Er kriegt nichts zurück. Oh, das ist so ärgerlich. Frontal, meine ich. Der Geist muss sich frontal angreifen. Okay, dann funktioniert das. Ach Mist, wir haben gar nichts, ne? Was ist das für einer? Ja, da frage ich mich auch gerade. Also, wir haben nur das Geisterbuch, sonst hat er gar nichts gemacht. Das heißt, das könnte alles Mögliche sein. Es könnte... Oh Gott, ja. Das EMF hat nicht reagiert. Also, ich denke mir, EMF kann man ausschließen. Wir können nochmal die Geisterbox fragen. Bringt das was, die Leiche zu fotografieren als Beweisfoto oder sowas? Die Geisterbox, oh Gott, bist du dir nicht sicher? Dann nehme ich aber auch nochmal... Warte mal, dann nehme ich aber auch noch ein Kruzifix mit. Vorsichtshalber. Dann schmeiße ich das Feuerzeug mal eben weg. Und dann nochmal ein Kruzifix mit. Und dann versuchen wir es mal mit dem Hinschmeißen. Also wenn du fragst, dann schmeißen wir vielleicht das Kruzifix einmal hin, ne? Ja, schau mal. Okay. Also, Daiki schreibt gerade, das Foto von der Leiche gibt Geld. Drückst du B? Ja. Daiki meint gerade, das Foto von einer Leiche gibt Geld. Oh ja, dann, komm. Hat jemand ein Foto dabei? Wo nicht, ne? Bild-Zeitung ist halt als erstes erfahren. Hat jemand... Ja, habe ich. Dann fotografier B in seiner besten Pose, bitte. Jo, sexy. Komm, B. Gib's mir. David Clark. Nein, warte, ich mach das nicht. Bist du da? Toter Körper, tatsächlich. Wie alt bist du? Schräg hinter dir steht das. Bewegungsmelder ging an. Okay, raus. Der ist ziemlich aggressiv. Das ist ein ziemlich aggressiver Kerl. David Clark. Geistermord im Farmhaus. Bild sprach zuerst mit dem Geist, ja. Bist du da? Oh Mann. Reagiert nicht. Jetzt... Nee. Damn. Können wir dann fragen, obwohl, lass mal. Daiki, ganz ehrlich gesagt, kann man sich vor dem Geist verstecken eigentlich in dem Spiel? Weil ich habe immer das Gefühl, der Geist ist viel schneller als wir. Da hat er sich schon wieder... Er hat sich vielleicht bewegt, aber... Was ist denn mit der Videokamera? Steht die da irgendwo? Ist die an? Ja, die Videokamera ist an. Und einen Orb haben wir nicht, ne? Also wir haben keinen... noch nicht, aber da ist auch noch das Licht an. Wer wagt sich, das Licht auszumachen? Eigentlich keiner, aber ich würde eben halt... Müssen wir halt gucken. Vor allen Dingen, Bea hatte... Noch mal eben ganz kurz. Bea hatte auch am meisten noch Sanity. Ich weiß ja nicht, also so ein Geist, der auch die Sanity angreift, kann es ja nicht gewesen sein, ne? So, einen Platz hat ihr auch noch frei. Ich könnte noch irgendwas mitnehmen. Bea im Chill-Modus. Ja, ich glaube auch. Yes. Ich weiß nicht, wie man dieses Spiel abhauen kann, echt. Bitte? Hallo? So, jetzt. Fingerabdrücke? Nee, nehmen wir auch nicht. So, ich geh mal vor und mach mal die Lampe aus, okay? Ja, okay. Ich sag dir Bescheid, wenn es auf grün umspringt. Und dann bitte so... Du kannst auch auf der anderen Seite sonst raus, ne? Ja. So ist auch. Okay. Dann raus jetzt. Okay. Machen wir hier vielleicht auch. Ach so, das ist bald an. Hä? Okay, gut. Egal. Bleib da nicht allein. Das müsste aber reichen. Kurze Sache, weil gerade Daiki in meinen Chat schreibt. Wenn die Taschenlampe anfängt zu flackern, bist du in einen geschlossenen Raum. Wandschrank geht auch. Ja, das kann dich retten, kann aber auch daneben gehen. Das sind Sachen, die habe ich nie gewusst. Also EMF, das kann ich ausschließen, dass das ist. Geist hatte Aktivität.
Ja, aber sowas von nicht, ne? Also erst einen so passiven Geist und dann so einen aggressiven Geist. Das haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Momentan ist es eh bei null. Also du wirst Licht, keine aufsehen. Licht flackert aber hier. Licht hat eben geflackert. Ich weiß nicht, welches Licht. Warte mal, es gab doch einen Geist, der kam was macht. Ja, Geist zeigt Aktivität jetzt, Stufe 4. Also ich glaube, der manipuliert Sachen jetzt. Was liegt da? Neben dem Schaukelstuhl auf dem Boden, was ist das? Etwas, was wir runter dahin gelegt haben? Nee, ne? Okay, es geht auch hoch auf 4, 5. Deron, geh mal rein und frag ihn nach einem Date. Nein! Das provoziert sie immer. Das mögen sie überhaupt nicht. Ja, ich hab's bei Bea gesehen. Jetzt flackert das Licht wieder. Du warst so, ein böser Junge, kleiner der Kleiner Zusatz, weil es dir... Okay. Aber der macht keine so gar nichts. Fragen, Lissi. Der macht so gar nichts. Wir haben nichts. Das ist jetzt alles eine pure... Wir müssen uns jetzt alles aus den Fingern saugen gerade, ne? Das ist so... Warum ist der so unkooperativ, der Blödmann? Der ist doch schon tot. Also Geisterbox war definitiv gar nichts. Fingerabdrücke haben wir auch keinerlei gesehen. Das ist jetzt ein Wabang-Spiel. Geister gucken auch nicht. Ich sag mal so, wir haben 4 Fotos. Wir kriegen immerhin wahrscheinlich $40, weil wir 4 Fotos haben. Für Bea? Bea's Tod war $10 wert. Das hat sich nicht gelohnt. So, ich schau mal, welcher Geist es sein kann noch. Ja, es kann ein Spirit sein, ein Revenant, ein Shade, ein Dämon, ein Yurai und ein Oni. So gut wie fast jeder Geist kann es noch sein. Ich habe jetzt mal als eventuelle Möglichkeit EMF noch drin, weil nur weil EMF noch nicht ganz ausgeschlagen ist, heißt es nicht, dass es nicht noch ganz ausschlagen würde. Okay. Aber die mit anderen den Sachen... beiden sind es dann nur noch 3 Möglichkeiten. Okay. Da hast du dann Revenant, Shade und Oni. Schau ich mal. Geisterbox hat definitiv nicht angesprochen, also fällt er ohne weg. Also da hat selbst da nicht geantwortet, also mit im Raum stand. Wir haben kein Dreckwasser gehabt, ja. Ab meinem Büro, sonst hätten wir es fotografiert. Ja, das versuchen wir gerade. Fingerabdrücke haben wir nicht gefunden. Das wäre der Revenant und das dritte wären die Geisterkugeln, die nicht erschienen sind bislang. Das ist das Shade. Also Geisterkugeln sind nicht erschienen, obwohl der Geist im Raum war, definitiv mit Bewegung. Shade ist stärken, schüchtern zu sein, bedeutet, es wird schwerer, den Geist zu entdecken. Und das hatten wir. Ganz ehrlich, also ein Oni. Der war ganz relativ schüchtern. Ein Oni finde ich gar nicht so abwegig, weil der sehr sich schnell bewegt und er wird auch aktiver in der Nähe des Opfers. Aber hohe Aktivitätsrate spricht schon wieder dann dagegen eigentlich. Der hat ja am Anfang gar nichts, ne? Wir haben ja nichts gehabt. Mhm. Und dass wir überhaupt... Ich bin im Moment für ein Shade. Wir hatten noch lieber... Was denn? Habt ihr Wasser in den Becken? Nein, das muss man nicht reinlassen. Das lassen die selber auch rein. Und dann hörst du es auch fließen. Man muss nicht unbedingt selber Wasser anmachen. Man kann es machen. Pass auf. Moment, nochmal eben. Also ab mein Büro. Wir hatten am Anfang, sind wir mit dem Thermometer durch alles gegangen. Sämtlich. Oben, unten, immer wieder, immer wieder. Es war noch nicht mal eine abfallende Temperatur. Und Wasser muss man nicht ins Waschbecken lassen. Das bringt nichts. Dann hast du manchmal nur klares Wasser im Waschbecken. Also von daher alles gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich bin schon aufgeregt genug. Lass das. Ja, okay. Gut, den Anfang können wir komplett auslassen. Spirit. Ich kann. Nee. Ausräuchern. Ich weiß nicht. Haben wir ihn ausgeräuchert? Ich habe nur vorne geräuchert. Ich glaube nicht. Okay, Schwächen beim Shade, der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Hat er trotzdem, er hat uns gejagt. Ja. Gut, danke für den Tipp nochmal, Daiki. Dann wird es wohl der Revenant sein, weil Oni wird es auch nicht gewesen sein. Er wird schneller, wenn er sein Opfer jagt und versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich ja, sehr pass langsam. Auf, also dann logge ich jetzt Revenant ein. Weil ich sag mal so, also klüger werde ich jetzt sowieso nicht mehr aus dem ganzen Kram und dann muss Bea nicht so lange in der Geisterwelt verharren. Und ich sag mal so, wir kriegen ja wenigstens ein paar Dollar für die Fotos, die wir haben. Ja, für genau. Bea kriegt man ein paar Dollar. Also warte mal, Bea, ich glaube, du hörst uns über Funk natürlich besser.
wir tippen jetzt einfach nee, mal. Nee, gar nicht. Doch, hört man. Wenn man auf. Echt? Hört, wenn man ja, man ja. hört, wenn du funkst, dann. Ich habe den Funk nie gehört. Weil wir das nicht benutzt haben. Beo, wenn du uns jetzt hörst über Funk, also unsere Idee ist Revenant, weil wir wissen es einfach nicht. Wir können es nicht genau festmachen. Wir haben sonst gar nichts. Wir haben kein Geisterorb, gar nichts, nur das Geisterbuch. Und wir schließen das jetzt mal so ein. Und wir haben ja trotzdem noch die Fotos. Wir kriegen ja ein bisschen Kohle durch die Fotos. Okay. Vielleicht hat Beo auch eher eine. Jetzt fängt er gerade wieder ein bisschen an. Aber da muss B nicht lange in der Geisterwelt verharren. Das ist echt sonst öde. Ja. Für ihn. Ja, 4. Weißt du was, David Clark, rutsch uns den Buckel runter. Du hast einen der unseren genommen. Jetzt wollen wir einen von den... Ach, fuck. Ja, ist zu spät. Das ist schon zu spät. Er ist ja schon. Ja, dann drück drauf. So. Ja, und dann fahren wir. Okay, einmal nicken, zweimal. Genau. Zweimal, ja. Vielleicht ist er auch hier bei uns, das weißt du nicht. Er wird immer bei uns sein. Wir fahren jetzt weg. Wir werden auch weg. Bleiben. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Es war ein Revenant. Juhu. Yeah. Sehr gut, Pando. Juhu. B, hattest du uns noch gehört? Ich stand genau hinter dir, Lizzie. Siehste? Und ja, den... Das Funkgerät hörst du sehr viel deutlicher. Also, wenn ihr normal redet, hört man fast gar nichts. Nein. Das ist so. Also, Theron 0, Lizzie ist halbwegs zu verstehen und Pandu auch halbwegs zu verstehen. Theron ist viel zu leise dafür. Nein. Und, ja, ab Funkgerät ist sehr deutlich. Also, wenn jemand tot ist, am besten übers Funkgerät dann kommunizieren, damit der das hört, derjenige.